Große Gefühle erfordern großen Respekt. Nur wer gut zu sich selbst ist, kann all die Eindrücke, die er sammelt, in Leidenschaft verwandeln, kann genießen. Wer sich nicht selbst respektiert und seinen Gefühlen, seien sie noch so kindisch oder stürmisch, nicht genug Raum bietet, sich auszubreiten, der muss gar nicht erst versuchen, andere Menschen zu respektieren. Große Gefühle erfordern großen Mut. Es ist nie einfach, ehrlich zu sein, zu sich selbst und zu anderen, aber es ist notwendig, um uns zu schützen vor der Leere, in deren Natur es liegt, zugleich die absolute Negation eines Gefühls, als auch die vielleicht mächtigste Form dessen zu sein. Vielleicht ist es genau dieser Umstand, der es so notwendig macht, dass wir uns erlauben zu fühlen. Freude, Wut, Aufregung, Verliebtheit, Verwirrung, Trauer, Angst, Amüsiertheit. All das rüstet uns, macht uns stark und nährt unsere Leidenschaft, die uns am Leben hält. Wenn ich das also berücksichtige, Gefühle als Lebenselixier, dann muss ich meine vorherigen Aussagen wohl korrigieren. Große Gefühle erfordern zwar möglicherweise Respekt und Mut, weil das Leben Respekt und Mut erfordert, besonders erfordern sie aber Vertrauen. Vertrauen darauf, dass sie mir helfen, dass sie mich erbauen und mich nicht etwa am Denken hindern, wie oft behauptet wird, sondern dass sie mich zusammenhalten bei all den Ansprüchen, die an mich gestellt werden und mich auch, oder gerade dann, wenn sie sich widersprechen, zu Jule machen, zu dem Menschen, der ich bin und sein will. So gehe ich also durch deine Straßen, Florenz, sehe deine prächtigen Kirchen und Plätze, doch kann mich nicht dagegen wehren, den ganzen Tag an Cole zu denken, wie er immerzu seinen Bauch streichelt, und an Janas funkelnde Augen, wenn sie etwas erzählt, und an Tai, dessen tanzende Kreide nicht nur das Licht einfängt, das auf mein Gesicht fällt, sondern auch meinen Schmerz und meinen Sanftmut. Ich interessiere mich für die Geschichte und Kultur Italiens schon, aber es tut mir weh, Cole lebewohl zu sagen. Und ich bin fasziniert und berührt von Toys Talent, die Seele eines Menschen zu zeichnen. Und ich würde alles geben, Janas Augen nochmal so funkeln zu sehen wie an jenem Abend im Mojo. Menschen sind mir zu schnell zu wichtig. Und so anstrengend das ist, so tief ist es auch in mir verwurzelt, so echt ist es und hat deswegen das uneingeschränkte Recht, sich in mir auszubreiten. Ich reise allein, das erste Mal, und ich lasse alles zu. Ich fühle mich so frei.